Hallöchen, meine Lieben, und ein herzliches Willkommen zurück zu Vampyr. Vampyr, 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 Vampyr. So. Und zwar, es hat geklappt. Das Internet hat mir geholfen dieses Mal und es hat auch ein bisschen sich beschwert über die Entwickler, weil das einfach so undeutlich gemacht ist. Und zwar, wir können das nicht hier im Inventar ausrüsten, sondern wir müssen hier auf Charakter. Und dann eben kann man hier ändern. Seht ihr ja, bam. Und dann kann man erst mit C und Z, die eben in der Steuerung angegeben sind, durch die durchswitchen. Ich habe jetzt hier auch endlich mal unseren Revolver ausgerüstet. Wurde auch Zeit. Das heißt, wir haben jetzt eine Stunning-Waffe und eben Revolver auf der zweiten Hand und in der Haupthand haben wir jetzt die neue starke Waffe zum drauf eindreschen. Und ich habe hier kein Mäuschen mehr gefunden. Von daher würde ich jetzt einfach tatsächlich mal auf das Boot gehen. Das Spiel will es ja auch. Und ja, also so langsam habe ich mich echt eingefunden und mag das Spiel richtig gerne. So, da tuckern wir dahin. Ich würde sagen, wir nutzen die Zeit, um mit unserem Kollegen zu reden, um sein Blut wertvoller zu machen. Wenn es denn ginge. Scheinbar will aber keiner mit uns reden. Schade eigentlich. Where are we headed? Ah, jetzt. We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that... Skull, you must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed. Take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan! This is one for the book.
hätte es jetzt cool gefunden, wenn wir uns echt hätten entscheiden können. Also ich hätte eh ja gesagt, aber quasi da schon Good Vampire, Bad Vampire. Und seine Mutter war krank und wir sind deshalb eigentlich hierher gekommen. Kann es sein, dass die kranke Frau am Anfang unsere Mutter war? Ich hasse es eigentlich in Spielen, wenn es Nacht ist. Ich werde mich dran gewöhnen müssen. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. Er hat wahrscheinlich schon einen Biss abgekriegt und verwandelt sich, oder? Der Typ wieder. We'll have a word in my office later, Jonathan. It's okay, Jonathan. I'll see you later. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Okay. It's locked. Dann wohl nicht. Warum ruckelt das Spiel jetzt? Habe ich irgendwas im Hintergrund? Ne? Kommt schon von da. Warum wird die Sequenz so komisch? Oh nein. Jetzt haben wir wieder unsere komische Stimme, die uns sagt, was wir tun sollen. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you ass! Insulting a good Samaritan. Die Auswahl war klasse. Way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Wie er better extra so ausspricht, dass man schon merkt, er hat eigentlich was anderes mit ihm vor. Also wir könnten jetzt 500 EP von diesem Typ bekommen. Genau, in den Bann ziehen. Mesmerisieren, das ist das, was ich von Lucifer gemeint habe. Genau, um sie an eine Stelle zu führen, die andere Bürger nicht sehen können. Deine Bannstufe muss genauso hoch wie oder höher als der Widerstand des Bürgers sein. Und wir können ihn in unseren Bann ziehen. Und wir können ihn scheinbar nicht ins Hospital bringen. Also scheinbar sind wir gerade in dem Modus drin, wo wir ihn wirklich erlegen wollen. Boah, böse. Bis jetzt waren wir ja gerade wieder voll der Liebe. Und voll gut. Es gehört halt noch zum Tutorial. Wir können nicht anders.
Folge der roten Spur. Das ist die hier. Scheiße. Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Aber ja. Ah, doch, ich kann wählen. Es hat Konsequenzen mit den EP. Und 500 EP sind eh nicht so viel. Andererseits ist es langweilig, wenn wir nur gut spielen. Ich würde sagen, wir eben saugen so ein paar Charaktere schon aus, wie jetzt den. Aber so wichtige wie jetzt den anderen Doktor oder so halt eher nicht. Schwierig. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fart me. Fuck you! I'll kill you! I'll kill you! Der Bezirk wird leiden. Ich weiß nicht, wen interessiert das jetzt? Das klingt jetzt ein bisschen... Naja, immerhin kommen wir jetzt aufleveln, ne? Prioritäten, mein Freund. Man findet mir eindeutig zu wenig Materialien, immer noch. Ich will mich nur gerade mal erst ein bisschen umschauen. I'm not... Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. Ach, ich war nur kurz was trinken. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Ja, das ist, denke ich, ganz intelligent, dass wir ein eigenes Büro bekommen haben. Ich glaube, da wusste der Doktor schon, was er macht. A few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Okay, Freundlichkeit. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Wie heuchlerisch, einfach gerade einen Mann umgelegt und ja, wie geht's dir, Mr. Hampton? Ist alles okay? Point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Falls es jemand von euch noch nicht weiß, das Spiel ist übrigens von den Machern von Life is Strange. Ich werde jetzt gerade mal die Folge abbrechen und gucken, dass ich das Ruckeln ein bisschen unterbinden kann, weil das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu unflüssig. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Ich finde, es ja, hat wirklich, wirklich Auftrieb bekommen und wir hören uns dann mal wieder zur nächsten Folge. Ciao, ciao!